Papst Franziskus hat zu Beginn seiner Irlandreise den Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche verurteilt. Die zweitägige Reise findet im Rahmen des Weltfamilientreffens statt, wird aber von einer Reihe von Missbrauchsskandalen überschattet. Er könne nicht umhin, den schweren Skandal anzuerkennen, der in Irland durch den Missbrauch von Minderjährigen durch Mitglieder der Kirche verursacht wurde, die beauftragt waren, sie zu schützen und zu erziehen, sagte das katholische Kirchenoberhaupt. Dies sei eine Schande für die katholische Kirche. Er selbst teile dieses Gefühl. Der irische Regierungschef Leo Varadkar erklärte, gegenüber denen, die unschuldige Kinder missbrauchen oder dies ermöglichen, muss eine Nulltoleranz herrschen. Heiliger Vater, wir bitten darum, den Opfern und Überlebenden Gehör zu schenken.